dass mein Volk so schön sei wie ein Ölbaum und so guten Geruch gebe wie der Libanon. Mit diesen Worten aus Hosea 14 lockt Gott sein Volk zu einem guten Leben. Ölbäume stehen hier nicht und der englische Garten ist auch nicht der Libanon. Aber den guten Geruch, von dem Hosea spricht, den habe ich hier jetzt überall um mich. Zu den Dingen, auf die ich mich jedes Mal im Frühjahr am meisten freue, gehört der Duft des Flieders. Es sind nur einige wenige Wochen im Jahr, in denen ich ihn riechen kann. Und deswegen genieße ich ihn immer umso mehr. Wenn ich an einem Flieder vorbeigehe, dann halte ich an und atme den Duft ein. Schöne Düfte sind etwas Wunderbares. Sie haben übrigens viel mehr Einfluss auf unser Handeln, als wir denken, sagt die Duftforschung. Sogar Ehen werden geschlossen, weil man sich einfach so gut riechen kann. Ich finde es schön, dass Gott uns mit so etwas Wunderbarem wie Düften zu einem guten Leben lockt. So oft verbinden wir mit dem Aufruf zu einem guten Leben Verzicht, Ermahnung und moralischen Druck. Hier ist es anders. Hier ist es Lebensgenuss, der mit einem guten Leben verbunden wird. Vom Einatmen des Fliederdufts, das weiß ich, wird man kein guter Mensch. Aber die Dankbarkeit für all das Wunderbare, was wir mit unseren Sinnen erfahren dürfen, die ist eine Quelle des Glücks. Und damit auch eine Kraftquelle für ein gutes Leben mit unseren Mitmenschen. Gott gebe das auch uns, dass wir so schön sind wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Also genießt die Düfte des Frühjahrs und geht gesegnet und behütet in diesen Tag.